Wir bieten jetzt eine weitere Veranstaltung an unter dem Aspekt Trainerqualifikationen, ja, Veränderungen, die stattgefunden haben und auch in die Zukunft gerichtet sind. Wir haben hier eine prominente Talkrunde zusammengestellt. Macht eigentlich keinen Sinn, einzelne im Detail vorzustellen. Das wird Max Jung, der Moderator, tun. Denn Max Jung darf ich ganz kurz noch mal vorstellen in der Form. Alle, die schon länger beim Kongress dabei sind, kennen ihn noch im Endeffekt als Vorgänger von Michael Leopold. Ja, er hat also hier über, weiß gar nicht mehr, 5 Jahre oder so, dann die Moderation unserer Podiumsdiskussion gemacht, ist dann abgewandert. Er war damals zu dem Zeitpunkt Redaktionsleiter Fußball bei Premiere und dann später bei Sky und ist dann 2012 von Sky weggegangen und wurde Direktor für Medien und Kommunikation beim VfB Stuttgart und dann später auch noch Direktor Sport und ist heute im Grunde Sportjournalist, Berater für Medien und Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Max Jung wird die Talkrunde vorstellen. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir Armin Fee, Horst Held, ja, und wir haben, ihr habt gesehen, wir haben im Vergleich zum Programm noch Zuwachs bekommen. Markus Hörwig, den wir noch in bester Erinnerung haben vom letzten Kongress in Wolfsburg, als er dort eine Top-Veranstaltung hier für uns gebracht hat, also im Endeffekt in die Geheimnisse der Medienwelt eingeführt. Wir freuen uns, Markus Hörwig, dass Sie auch heute hier bei uns dabei sind. Danke. Lutz, vielen Dank. Ja, guten Morgen zusammen erstmal in die Runde hier. Freue mich auf die kommenden 45 Minuten, Stunde, in der wir uns aufbauend auf die Ausführungen von Werder Mickler zuvor bezüglich des Anforderungsprofils, des gewandelten Anforderungsprofils des Trainers heutzutage einen speziellen Bereich rauspicken wollen. Ist eben auch schon angeklungen, nämlich das Thema Außendarstellung, Medienauftritte, Medienarbeit, Außenwirkung, Öffentlichkeitsarbeit. Das ist so das Grundthema, was wir hier besprechen wollen. Ich wünsche mir, dass es dann nicht ein reines Frage-Antwort-Spiel gibt, sondern dass sich vielleicht sogar auch ein Gespräch oder eine Diskussion entwickelt. Wir haben versucht, in der Zusammensetzung der Runde die unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Sichtweisen auch zu besetzen. Einmal mit Armin Fee, der seit 1990 Trainer ist, also seit 26 Jahren, damals begonnen beim FC Augsburg in der Bayernliga, hat also nicht nur 3 Jahrzehnte jetzt begleitet, das Trainerwesen und auch die Entwicklung, die unterschiedlichen Anforderungen, sondern auch unterschiedliche Ligen kennengelernt, damals Bayernliga, Zweite Liga, Bundesliga, mehrere Vereine, deutscher Meister geworden. Dann die Sicht des Managers, Horst Held, der nach gut 350 Bundesligaspielen dann jetzt seit gut 10 Jahren als Manager unterwegs ist, 4 Jahre beim VfB Stuttgart, 6 Jahre beim FC Schalke 04. Also auch die Perspektive, auf was guckt ein Manager speziell, wenn er einen Trainer verpflichtet, wie bedeutend ist da die Außendarstellung. Und spontan haben wir noch dazu geholt, schön, dass du da bist, Markus, ja, jemand, der das Mediengeschäft auch aus dem FF kennt, der seit mehr als 30 Jahren nicht nur die Medienlandschaft begleitet, sondern auch ganz speziell den FC Bayern München und da mit Sicherheit viel an Erfahrungswissen in die Runde mit reinbringen kann. Lutz hat zu mir ein paar Worte gesagt, also ich habe beide Perspektiven kennengelernt, kenne also die Sorgen und Nöte von beiden Seiten und auch ich werde versuchen, das ein oder andere dann vielleicht mit reinzubringen. Ja. Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht dadurch, dass ihr eine besondere Verbindung habt, Horst und Armin, ihr seid zusammen Deutscher Meister geworden. Es war eine deiner ersten Amtshandlungen damals, 2006, Horst. Wie bist du auf Armin gekommen? Und warum hast du ihn geholt damals? Ja, weil wir Deutscher Meister werden wollten, deswegen habe ich ihn geholt. Wie war die Zusammenarbeit? Gut. Langes Zögern. Nein, das war gute Zusammenarbeit. Horst, seinerzeit, ich habe schon Reutlingen trainiert, also ich habe ein paar Jahre vorher auch beim SSV Reutlingen trainiert und da ist es nicht so weit weg von Stuttgart im Endeffekt, sind glaube ich 30 Kilometer und wir haben da in Reutlingen, glaube ich, einen attraktiven Fußball gespielt, sind da aufgestiegen in die zweite Liga, haben auch in der zweiten Liga attraktiv gespielt und da sind die Stuttgarter Verantwortlichen schon vielleicht aufmerksam geworden seinerzeit. Und wie dann Horst Manager geworden ist,
hat er mich dann irgendwann mal angerufen und hat sich erkundigt, ob ich Interesse hätte. So war es, Horst, ne? So war es an deinem Geburtstag, den ich natürlich nicht im Kopf hatte, dass du an dem Tag Geburtstag hattest. Das stimmt. Das erste Mal haben wir uns kennengelernt bei 1860, da war ich noch Spieler und du hast bei Werner Lorand hospitiert. Die Frage ist, ob du da was mitgenommen hast. Das kann ich nicht, kannst du besser bewerten. Allerdings haben wir uns damals kennengelernt. Das war, weiß nicht, ein paar Wochen waren es, ne? Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast, das muss man schon sagen, Werner Lorand war da sehr offen und hat tatsächlich auch, so habe ich in Erinnerung, viel machen lassen halt. Also warst voll integriert in das Trainerteam. Und das war eigentlich der erste Kontakt, den wir miteinander gehabt haben. Ja, das war letztendlich muss man als Fußballlehrer immer die 6 Wochen Praktikum machen. Und die wollte ich eigentlich ursprünglich machen bei Bayern, war eigentlich schon ausgemacht, mit Uli Hoeneß ausgemacht, war Trapattoni Trainer. Da hat es aber einen Trainerwechsel gegeben und ist Otto Rehhagel Trainer geworden. Und der wollte allerdings dann nicht, dass ich dann das Praktikum so direkt bei ihm mache, sondern ich soll dann draußen zuschauen, was natürlich keinen Sinn macht, weil wenn man Praktikum macht, soll man auch dabei sein. Und da bin ich rübergefahren zu den Löwen und habe zum Berner gesagt, auch zu, ich mache das Praktikum bei dir, die 6 Wochen. Und da war ich eigentlich auch immer dabei, was eigentlich Sinn macht. Ein Praktikum als Trainer, als Fußballlehrer in einem Bundesliga-Club machen zu können, macht nur dann Sinn, wenn man auch ganz hautnah dabei ist. Und das war dann so. Und dann konnte ich auch, genau da habe ich dich natürlich auch kennengelernt, weil Horst war Spieler und ich durfte dann ab und zu eine Trainingseinheit leiten. Also so, so sind wir zusammen. Verbindung. Und auch wenn wir jetzt vielleicht in erster Linie Erfahrungen austauschen aus dem Bereich Bundesliga, das generelle Thema lässt sich natürlich auch komplett runterbrechen, auch auf dem Amateurbereich, denn auch da hat jeder Trainer eine Vorbildfunktion. Jeder Trainer ist für seinen eigenen Auftritt verantwortlich, für sein Image. Er repräsentiert sich selbst, er repräsentiert den Verein, wenn auch vielleicht in kleinerem Rahmen. Und dennoch lassen sich viele Sachen mit Sicherheit runterbrechen. Kannst du dich noch erinnern an die ersten medialen Auftritte damals? Wie sah das aus? Wie bist du damit umgegangen? Ja, das war die dritte Liga. Beim FC Augsburg habe ich angefangen mit 29. Also ich bin jetzt 26 Jahre Trainer, so wie du es auch besprochen hast. Und wenn man das zur heutigen Zeit vergleicht, ist es natürlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja. Natürlich auch deshalb, weil es die dritte Liga war. Es ist nicht so im Fokus gestanden wie die Bundesliga. Aber auch zu der Zeit war die Bundesliga noch nicht so, wie es heute der Fall ist. Und es hat sich sehr viel geändert. Und was ich jetzt sagen kann, dass ich mich auch sehr ändern musste. Ja, das war, glaube ich, ganz wichtig, dass ich mit den Medien heute völlig anders umgehe, als ich es damals gemacht habe. Ich habe damals einfach auch nicht akzeptiert, muss ich sagen, mit 29 war ich ein richtig ehrgeiziger junger Trainer in der dritten Liga. Ich glaube, dass auch wenn er in der vierte, fünfte oder sechste Liga trainiert, hat er auch einen ansässigen Journalisten, der natürlich auch was darüber berichten will, auch wenn es nur ein kleiner Verein ist. Und ich glaube, kein Trainer dieser Welt will irgendwas Schlechtes über sich lesen. Ich habe das Problem gehabt, dass ich so auf dieser Ebene mit 29 schon gemeint habe, ich weiß dann alles als Trainer und der Journalist, der mich jetzt eine Frage stellt, der hat eigentlich gar keine Ahnung. Das war ein Riesenproblem, weil er natürlich auch nie den Level haben konnte. Ich konnte mich jeden Tag mit meiner Mannschaft beschäftigen, was ein Journalist ja nicht kann. Ja, der ist einmal da in der Woche und dann hat er natürlich einen ganz anderen Background. Und außerdem bin ich ja auch Trainer und er ist Journalist. Und so war das Verhältnis, es war ganz schlecht die ersten Jahre, weil ich eigentlich diese Fragen einfach nicht akzeptieren konnte. Und weil es natürlich als Trainer, muss man sagen, gibt es ja viele Dinge, wenn du die ganze Woche mit deinem Team beschäftigst, dann weißt du genau, was los ist. Und der andere stellt dir dann Fragen, wo du sagst, also der weiß überhaupt nichts. Ja? Und das ist etwas, was nicht gut ist, weil wir uns natürlich immer dann so ungerecht behandelt fühlen als Trainer, weil der auf dem Level nicht sein kann. Und das darf es nicht sein. Ich habe mich in den Jahren später dann gewaltig ändern müssen, muss ich sagen, was für beide Seiten auch Sinn macht. Ja? Weil der Journalist muss auch seinen Job machen. Wir leben auch, egal wo es ist, auch davon, dass auch darüber berichtet wird. Und dann war es mir wichtig, dass ich auch mal in diesem Beruf, dass ich mich reindenke, dass ich Journalist bin. Ja? Ich habe dann auch mal so eine Tageszeitung besucht, wie das Ganze abläuft, sodass ich mehr Verständnis für den Beruf des Journalismus empfunden habe, beziehungsweise mir nachgeholt habe. Und so habe ich dann ein wesentlich besseres Verhältnis bekommen und wir haben uns dann auch austauschen können. Und was dann später in der Bundesliga war, können wir vielleicht noch später sprechen. Ja. Horst, du warst auch immer medial gefordert, früher als Spieler und die letzten 10 Jahre als Manager. Wie hat sich das ganze Thema Medien aus deiner Sicht verändert? Also es ist mit dem Fußball mitgewachsen eigentlich und der Fußball ist in Deutschland oder in Europa natürlich im absoluten Fokus und jeden Tag
wird darüber berichtet und natürlich bei größeren Vereinen mehr als wie bei kleineren Vereinen. Das ist klar, Markus kann das sicherlich aus der Warte dann auch nochmal erzählen, aber meine Zeit jetzt 6 Jahre auf Schalke, das ist natürlich Vollblutjournalismus, muss man sagen. Also die meiste Zeit habe ich eigentlich mehr mit Journalisten nicht reden, sondern verhandeln müssen, als wie den eigentlichen Job auszufüllen. Also es nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch, nicht nur für den Manager, natürlich auch für den Trainer, weil das die beiden Personen sind, die in der Öffentlichkeit stehen, die das Gesicht nach außen sind, nicht nur nach außen, auch nach innen, aber vor allen Dingen auch nach außen, die jeden Tag gefragt werden. Und sowohl die Zeitung als auch das Fernsehen müssen Schlagzeilen produzieren. Gute Schlagzeilen lassen sich gut verkaufen, schlechte noch viel besser. Und wir haben dazu natürlich auch unseren Teil dazu beigetragen, dass wir oftmals auch für die schlechten Schlagzeilen gut hergehalten haben. Und das ist dann schon ein sehr, sehr intensiver und harter Kampf, weil, ich weiß das noch aus meiner Zeit, als ich eine Lehre gemacht habe, halt, ja, tatsächlich, das war in Bonn, also den Bonner oder beziehungsweise den Kölner Express und die Bildzeitung liest jeder. Ja, und das, was da drin steht, stimmt. Und so wird das halt natürlich dann auch von außen wahrgenommen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich halt auch intensiv mit der medialen Welt auseinandersetzt, damit beschäftigt und versucht, das mehr oder weniger einzudämmen oder in den Griff zu bekommen. Aber das ist die größte Herausforderung. Vielleicht ein kleiner Einschub aus meiner Sicht, wie sich das Thema Medien und speziell Fußballberichterstattung in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Also in den 1950er Jahren, da gab es als erste Informationsmedien die Zeitung, Print und das Radio. Da war der Fernseher noch eher Statussymbol. Das hat sich dann erst in den Folgejahren so entwickelt, dass wir mittlerweile 38 Millionen Fernsehhaushalte in Deutschland haben, also meinungsbildend sind. Ja, 1984 gab es dann das duale System, das heißt neben den öffentlich-rechtlichen gab es dann auch die privaten Fernsehsender. 1988 hat die Fußballberichterstattung einen anderen Dreh bekommen, weil dann die Sportschau damals die Nachverwertungsrechte verloren hat und RTL Anpfiff gelauncht hat damals, ja, mit einer anderen Art Fußball zu präsentieren. 4 Jahre später wurde dann RAN geboren, die auch nochmal eine andere Herangehensweise hatten. 1992 kam der Live-Berichterstatter Premiere damals dazu, ab 2000 die Konferenz, alle 306 Spiele live, also es wurde auch voluminöser. Dazu in den 1990er Jahren die Entwicklung im Thema Internet, die sehr, sehr vieles auch im Journalismus verändert hat und schlussendlich in den letzten Jahren die immense Entwicklung im Bereich digitale Medien, soziale Medien, was auch nochmal komplett alles auf den Kopf stellt und Vereinsverantwortliche, Trainer, Spieler, aber auch Vereine, Markus, nochmal vor komplett neue Aufgaben stellt. Also wie hast du die Entwicklung, du warst ja wirklich von Anfang an dabei, wie hast du das empfunden und auf welchem Stand sind wir heute und was sind aus deiner Sicht die Problemfelder, die man auf dem Schirm haben muss? Es ist begonnen, ich habe 1983 bei Bayern München begonnen. Es gab 5 Münchner Tageszeitungen, 4 davon sind in ihrer Redaktion gesessen, haben zwischen 11 Uhr und 13 Uhr den Präsidenten, den Trainer, den Spielführer angerufen, eine Stunde ihre Geschichte geschrieben und um 4 Uhr war alles zu Ende. Und wenn du als Medienverantwortlicher fleißig warst, bist du am Abend um 6:30 zum Bahnhof gefahren, hast du die Andruckzeitung geholt und dann wusstest du, der Tag ist zu Ende. Das hat sich heute inzwischen ein bisschen geändert, ja, wie du gesagt hast, durch die privaten Radios kamen zuerst, dann das private Fernsehen. Der entscheidende Punkt, der erste entscheidende Punkt ist das Internet geworden, das online diese Landschaft komplett verändert hat. Denn während früher, ich sage mal, die Bildzeitung, der Kicker, der Express, die Boulevardzeitungen 2 Geschichten am Tag brauchten, braucht heute online eine Geschichte 4-mal am Tag. Denn die Geschichte, die du um 10 Uhr ins Internet stellst, muss um 12 Uhr aktualisiert werden, muss um 14 Uhr aktualisiert werden und muss um 16 Uhr die Gegenreaktionen bereits wieder haben. Also die Arbeit der Journalisten ist unglaublich mehr geworden, dadurch natürlich die Ansprüche an die Clubs, an die einzelnen Personen auch mehr. Und ich glaube, dass wir im Moment gerade vielleicht im zweiten und vielleicht sogar in einem entscheidenden Wendepunkt innerhalb der Medienarbeit stehen durch die sozialen Netzwerke. Denn es wird nicht mehr der Pressesprecher gebraucht, es wird nicht mehr der Sportdirektor gefragt oder der Trainer. Die Spieler werden heute ihre eigene Pressestelle.
ein Spieler oder sagen wir der Club, ein Spieler zieht sich ein Muskelfaserriss ab. Bleiben wir mal bei seinem Beispiel. In 4 Wochen wird gegen Borussia Dortmund gespielt, Schalke. Dann hat der Trainer schon den Einfluss gehabt, um zu sagen, Mensch, wir machen jetzt mal langsam. Der wird zu dem Spiel auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Heute wird ein Spieler aus dem Wartezimmer des Arztes, erstens mal bei der Untersuchung, du hast es zuerst gesagt, sein Handy zücken. Und bevor er in die Röhre reinkommt, wird er sein erstes Selfie gemacht haben. Und er wird künftig die Diagnose selbst stellen oder bekannt geben. Nicht stellen, bekannt geben. Denn sein Berater wird ihm nämlich gesagt haben, wenn du als Erster rauskommst mit deiner Verletzung, dann haben wir heute Abend 500 Follower mehr und das rentiert sich für uns. Also auch da wird sich die Situation ändern. Sie wird sich auch für euch Trainer ändern, dadurch durch diese sozialen Netzwerke. Denn die Spieler haben heute, manchmal haben wir das Gefühl, mehr Gedanken am ganzen Tag, wie wirke ich nach außen, als wie kann ich ein besserer Fußballer werden. Ja, es gibt Beispiele, auch hier im deutschen Fußball, wo du manches Mal sagst, Mensch, Junge, versuch doch, dich auf Fußball zu konzentrieren, schau, dass du ein besserer Spieler wirst. Nein, aber es wird am ganzen Tag alles kommentiert, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, was auf der Welt passiert, ob jetzt irgendwelche Terrorakte sind oder irgendwelche anderen Dinge, es wird alles kommentiert. Und wenn du dir am Abend danach denkst, Mensch, wo hast du heute eigentlich deinen Kopf gehabt, dann sicherlich nicht dafür, wofür ihn der Verein bezahlt und was der Verein von ihm verlangt. Mhm. Also wir stehen mittendrin in einer nochmal großen Veränderung innerhalb der Medienlandschaft und der müssen wir uns alle stellen. Absolut, und die werden wir auch nicht mehr zurückdrehen können. Also ich glaube, der Ansatz muss sein, den Wandel zu begreifen, zu sehen, welche Möglichkeiten es den Einzelpersonen, aber auch Vereinen, egal ob klein oder groß, nun mal bietet, aber welche Gefahren auch im Grunde lauern. Und darum geht es, bewusst zu machen, einen bewussten Umgang mit dem Thema soziale Medien und auch mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit zu haben. Man kann selber ein Image kreieren, ohne den Filter der klassischen Medien, ja, die das sonst kreiert haben. Man kann versuchen, sich selber ein anderes Bild zu geben. Wie bedeutend schätzt du das Thema Image ein? Hast du dir darüber Gedanken gemacht oder wie bist du an das Thema reingekommen? Deine Außenwirkung, hast du das, reflektierst du das oder sagst du, mich interessiert nicht, was im Grunde transportiert wird in den Zeitungen, ich kümmere mich nur um den Job des Fußballlehrers? Nein, es ist nicht mehr möglich. Also es ist ja auch, ich glaube, jeder, der sagt, also wenn man schon lange dabei ist, dann interessiert einen das nicht, ob was Schlechtes geschrieben wird, ob die Unwahrheit geschrieben wird. Ich glaube, es ist kein Mensch so kalt und es sollte auch kein Fußballlehrer sein, der sollte ja auch eine gewisse Sensibilität haben, um Menschen zu führen. Und der kann das auch nicht rausnehmen, egal wie lange sie dabei sind. Also das sind schon Dinge, wo ich sage, wo man immer reflektiert, was das anbelangt. Aber es gab, was die Mannschaft anbelangt, dann ist es einfach eine andere Generation. Die Generationen, muss ich sagen, die wechseln auch schneller, ja, weil die Globalisierung, wie man sagt, ist ja voll im Gange. Das heißt, dass mit den ganzen Netzwerken, mit den sozialen Netzwerken, die manchmal gar nicht so sozial sind, die sind ja manchmal aus meiner Sicht auch unsozial, das gibt es ja auch, dass viel transportiert wird. Als Trainer ist es dann schon schwierig, das Ganze so zu lenken. Das ist, aber es gibt schon ein paar Dinge, wo ich sage, das sollte man noch hinkriegen, wenn wir am Tag auch einmal nur Training haben, dann 2 Stunden trainieren, dass man in der Zeit, wo man in der Kabine ist, dass man zumindest mal in der Zeit das Telefon ausschaltet. Und dass man dann eben nicht in der Kabine, wie wir gerade gesehen haben, auf dem Foto nach dem Spiel, alle das Handy anhaben. Also irgendwo sollte man schon noch Dinge, die, glaube ich, früher besser waren, nämlich, dass man miteinander kommuniziert hat und dass man nicht über das Handy kommuniziert, das sollte man schon noch, ein paar Werte sollte man schon noch leben. Da kann man aber auch mal zurückgehen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ich als Trainer habe das dann so gemacht, dass in der Zeit, wo sie trainiert haben und in der Zeit, wo sie dann danach, ist ja nicht nur so, dass man 2 Stunden trainiert, sondern dass man eben nach pflegen lassen muss, dass man danach noch im Kraftraum ist und so weiter. Dass in der Zeit, sagen wir in den 4 Stunden, kein Handy an sein dürfte. Das habe ich so geregelt. Und da muss man sich auch dran halten. Aber das ganze Thema Außendarstellung, finde ich auch beim Trainer, ist ja nicht nur zu reduzieren auf das, was ich mit den Medien zu tun habe, sondern, und das sind mittlerweile auch die Verantwortung und die Anforderungen in einem Verein, der Trainer ist ja auch gefragt als Repräsentant bei den Sponsoren, im Vereinsumfeld, bei den Fans,
Medien haben wir gerade gesagt, aber auch in der Kommunikation vielleicht mit dem Vorstand, mit dem Aufsichtsrat, da hat er auch eine Funktion, die er ausfüllen muss. Auf was guckst du, wenn ihr oder wenn du einen Trainer verpflichtest? Wie bedeutend ist dann neben den fachlichen Qualitäten, die ja logischerweise nach wie vor im Zentrum stehen und die unbestritten sind, aber dieses Thema Außendarstellung, bist du da bereit, Kompromisse einzugehen? Ist es dir überspitzt formuliert lieber, du hast jemanden, der das gut präsentiert, der dir vielleicht im Thema Medien ein bisschen was abfangen kann, vielleicht sogar den einen oder anderen fachlichen Mangel dadurch kaschiert? Ist dir der lieber als derjenige, der knallhart Ergebnisse liefert, nur auf den Sport guckt, aber wo du im Grunde mehr damit zu tun hast, die Medien zu moderieren, weil es ein relativ schwieriger Typ ist? Ich habe sowohl natürlich gute als auch schlechte Erfahrungen gemacht. Als du gerade so das formuliert hast, habe ich darüber nachgedacht und habe mich dabei erwischt, dass ich tatsächlich wie würde ich es jetzt machen? Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt einen Trainer verpflichten würde, da würde ich tatsächlich erstmal drüber nachdenken, wie er sich medial präsentiert, als zu hinterfragen, wie ist denn die sportliche Qualifikation? Also ich setze das nicht nur gleich, sondern tatsächlich im ersten Gedankengang, okay, ich war natürlich auch bei einem wahnsinnigen Verein, aber tatsächlich würde ich das als allererstes mal herausfiltern, würde mir Gedanken machen, würde Untersuchungen in die Wege leiten, ist er bei Facebook, würde tatsächlich die sozialen Netzwerke überprüfen lassen, zu schauen, gibt es Auftritte, hat es Auftritte gegeben, ich würde mir Interviews anschauen, ich würde mir Artikel durchlesen, wie hat er sich präsentiert nach Siegen und nach Niederlagen, wie hat er in Krisen Situation agiert in den Medien, ist er über die Mannschaft hergefahren, etc. pp. Also ich würde tatsächlich erstmal diese Überprüfung stattfinden lassen, wie tritt ein Trainer in der Öffentlichkeit auf, wie verhält er sich, weil es verdammt nochmal heutzutage leider Gottes wichtig ist. Ich habe mich lange Zeit dagegen gewehrt, habe am Anfang immer darauf eigentlich geachtet, das Wichtige ist, der muss eine hohe Qualifikation haben, er muss flexibel sein als Trainer, er muss heutzutage diese jungen, andersdenkenden Menschen führen. Ja, der Trainer ist die wichtigste Position im Fußballverein. Aber ich würde es, wie gesagt, mittlerweile gleichziehen, vielleicht sogar noch nach oben ziehen, weil Trainer, alle, die einen Fußballlehrer haben, natürlich auch in Deutschland eine gute Qualifikation haben. Viele Sachen hat man halt auch im Kopf. Aber heutzutage in der Bundesliga, zweiten und auch in der dritten Liga würde ich es mit Sicherheit so sehen, vielleicht sogar noch in der vierten Liga, ist auch so. Wenn du dich nicht dementsprechend verhalten kannst oder verhältst, dann ist das sehr, sehr schwierig und auf Dauer dann auch nicht durchführbar, dass du, wenn du nicht mitspielst mit den Medien, wenn du die nicht mit denen spielst, sage ich jetzt mal, wenn du nicht die Spieler auch kontrollierst, überprüfst, wenn du da nicht eine Wichtigkeit drin siehst, dann hast du heutzutage auf Dauer keine Chance mehr in der Branche, meiner Meinung nach. Wie muss das denn, Frage in die Runde, im Optimalfall laufen, in der Absprache zwischen Trainer, Vereinsführung, Medienbereich, was den öffentlichen Auftritt angeht und was die Punkte angeht? Wie empfänglich ist dann der ein oder andere Trainer dafür? Ist er sich bewusst, welche Rolle er da spielt? Nimmt er das dann auch an und ist er bereit, dann auch sich so auszutauschen, dass man da auf einen Nenner kommt? Ich habe mal einen guten Satz von einem alten Trainer, ich nenne keinen Namen, aber der ist gerade in China. Der hat immer zu mir gesagt, als Spieler nimm dich nicht wichtiger, als du bist. Ich habe es nicht verstanden. Ja, in der Tat ist das so ein Gedankengang, den man oftmals, egal ob als Manager, als Spieler, vielleicht auch als Trainer, immer so ein bisschen im Kopf haben muss. Man darf sich selbst nicht so wichtig nehmen. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Weg. Man muss führen, man muss halt auch natürlich das Zepter in der Hand halten, auch vor allen Dingen auch als Trainer. Aber Eitelkeiten, und das ist heute, glaube ich, ein großes Problem. Ja, wenn Eitelkeiten zu sehr eine Rolle spielen, auch dann, wenn du nicht im Team denken kannst, im Team arbeiten kannst als Trainer, und dich wichtiger nimmst, als du am Ende vom Tag bist, dann hast du, glaube ich, schon ein Problem. Und genau, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich Trainer gehabt habe, Armin hat nicht, weil er hier sitzt, sondern weil es tatsächlich so ist, der das richtig gut hinbekommen hat. Ich habe aber auch Trainer gehabt, die haben sich, da war der Fokus, da ging nur um sie,
Ja, das war, sie waren die Wichtigsten und am Ende hat es dann auch nicht funktioniert. Markus, hattest du aus deiner Erfahrung mit den vielen Trainern, die du hattest, den Eindruck, dass jeder gleichermaßen dieses Thema Außendarstellung so gelebt hat, wie wir es gerade beschrieben haben? Nein, überhaupt nicht. Ich darf eines vorweg sagen. Ich finde es unheimlich mutig, was der Horst im Moment gesagt hat, welche Gewichtung du bei einer Trainersuche legen wirst. Ich finde es unheimlich mutig, in einer internationalen Trainertagung, wo man euch über Taktik, über all diese Dinge, die das Trainerdasein wichtig machen, das zu sagen, nur, es stimmt. Ob es uns gefällt, ob es euch gefällt oder nicht, die Öffentlichkeit und damit die Medien bestimmen eure Arbeit, wie ihr mit der Mannschaft umgehen könnt, die Reaktionen, jeder Spieler liest am Morgen die Zeitung, hört Radio, sieht fern. Sie beeinflussen im extremen Maß eure Arbeit. Und zum Zweiten, die Öffentlichkeit, glaube ich, wird öfter einen Trainer letztendlich killen, böses Wort, aber killen, als wie ja, die fachliche dass es einfach irgendwo schwieriger wird, dass du 3-4 Spiele hintereinander verlierst. Ein Präsidium, ein Vorstand hat schon die Geduld, dann noch mitzuhalten. Wir haben dem Trainer viel zu verdanken. Nur wenn der Druck von außen groß wird, wenn eine Zeitung von Montag bis Freitag schreibt, der Fee hat seine Mannschaft nicht mehr im Griff, dann werden sie am Wochenende so und so viele Zuschauer im Stadion finden, die das als Wahrheit aufgenommen haben und dann Fee raus oder wer immer raus rufen wird. Also die Medien als Transporteur für die Öffentlichkeit, sie haben einen unglaublichen Einfluss auf eure Arbeit. Auf deine Frage zurückzukommen, es gibt unterschiedliche Trainer. Ich hatte unter Udo Lattek begonnen, dann hatten wir mit Otto Rehhagel natürlich einen extrem schwierigen Trainer, was die Öffentlichkeitsarbeit betraf. Louis van Gaal war einer, der von vornherein gesagt, Journalisten und Trainer sind natürliche Feinde und ich werde niemals in meinem Leben mit einem Journalisten ein vernünftiges Verhältnis haben. Es hat 6 Wochen gedauert, dann haben wir das einigermaßen ordentlich hinbekommen. Und ich darf auch noch erinnern, dass Ottmar Hitzfeld, und zwar in dem Zeitpunkt, wo er mit dem FC Bayern am höchsten Erfolg war, nach dem Champions League-Sieg 2001, halbes Jahr später gefragt wurde, was oder wie gehst du mit deinem Job hier um? Er sagte, es gibt nur ein Ziel, ich muss das nächste Vierteljahr überleben. Das heißt, in der Öffentlichkeit und in der Außendarstellung, seine Mannschaft hat er immer im Griff gehabt, das ist kein Thema, er hat auch immer eine gute Mannschaft bekommen, mit der er arbeiten konnte. Nur seine Aussage als amtierender Champions League-Trainer, Siegertrainer, hat er gesagt, ich muss nur das nächste Vierteljahr überleben. Und das war schon irgendwo ein einschneidender Punkt, wo du sagst, er hat es verstanden, dieses Geschäft, wie sehr du von diesem Tagesgeschäft abhängig bist. Ja, du kannst die Champions League gewonnen haben, ist alles in Ordnung. Wenn du die nächsten 4 Spiele verlierst, stehst du in der Kritik und wenn du das 5. auch noch verlierst, bist du weg. So ist es heute und nochmal, die Öffentlichkeit, die Fans im Stadion, ob das jetzt 2000 sind oder 40.000 oder 70.000, die machen öffentliche Meinung. Und zwar meistens die Meinung, die durch die Medien vorgegeben wird. Wenn die Medien sagen, der ist schlecht, dann glaubt ein Großteil, dass der Trainer schlecht ist. Wenn die Medien sagen, der ist der Beste, dann werden sie ihm auch da folgen. Also aber wie beurteilst du jetzt? Darum ist ja ganz wichtig, ja? Was du eigentlich vorher sagen wolltest, dass man wirklich im Team arbeitet. Und dass nicht jeder, dass es abgestimmt ist, wenn man Interviews gibt. Also wir müssen dann schon sehr organisiert sein in der Bundesliga, weil wenn jeder jeden Tag aus dem Vorstand raus, aus dem Aufsichtsrat raus, als Manager und ich als Trainer, jeder einzelne Interviews gibt und keiner weiß, was er macht, dann hast du ein Riesenproblem. Also das ist ganz wichtig, im Team zu arbeiten, dass es professionell abgearbeitet wird, dass auch jeder weiß, was da gesagt wird. Weil wenn einer merkt, dass die beiden irgendwo auseinandergehen oder die 3 oder 4, dann wird es schwierig. Und das ist schon sehr viel Teamwork, das ist ganz wichtig. Was du teilweise nicht kontrollieren kannst, sind dann natürlich ein paar Eitelkeiten von gewissen Aufsichtsräten, die vielleicht eine Lebensleistung haben, nicht vielleicht, sondern viele haben eine Lebensleistung, aber es gibt einige, die natürlich mit dem Thema Medien überhaupt nicht umgehen können. Und
das Schlimmste für Sie dann auch ist, wenn man was Negatives liest über Sie. Und dann hast du ein Riesenproblem. Also wir haben ja heutzutage schon viele Vereine, die auch AGs sind, die natürlich Aufsichtsräte haben. Und dann hast du viele Personen dabei. Ja, in Hamburg hatten wir 12 Aufsichtsräte. Und die haben jeweils, wir haben wie viele Zeitungen? 10 Zeitungen. Und jeder hat seinen Journalisten gehabt. Und jeder hat im Prinzip dem Journalisten, weil er dem was Gutes tun wollte, damit er auch gut aussieht, ja, was zwar irgendwann zurückkommt, aber das weiß der nicht, hat ihm was gesteckt. Und dann ist es schwierig, einem Verein, so einem großen Verein wie der Hamburger SV, der normalerweise ein toller Verein ist, dann auf dem ruhigen Gewässer zu führen und dann auch erfolgreich zu sein. Also wir haben schon viele Probleme, was es anbelangt, wenn es keine Einigkeit gibt. Und eine Einigkeit schaffst du natürlich viel, viel besser, wenn die Gruppe kleiner ist. Und in vielen Vereinen ist die Gruppe dann zu groß. Zumindest muss dann diejenigen, die jeden Tag arbeiten, müssen das im Griff haben. Das ist ganz wichtig. Die müssen es absprechen. Mhm. Aber um nochmal ganz kurz auf das... Bitte. Ich will ja... Zurückzukommen auf das Thema... Ich habe eine Geschichte. Auf das Thema, gleich sofort. Aber dieses Thema Außendarstellung. Jeder Trainer hat einen unterschiedlichen Umgang damit auch. Ja? Jetzt hattest du ja einen Trainer mit Pep Guardiola, der eine relativ spezielle Einstellung zum Thema Medienarbeit und Außendarstellung hatte. Ja, jetzt kann man das von zwei Seiten sehen. Man kann das von der einen Seite sehen und kann sagen, er hat das aus seiner Sicht, hat er alles richtig gemacht, hat alles abgeblockt, hat sich auf den Fußball, auf den Sport konzentriert. Ist das aus Vereinssicht genauso richtig? Hat er das, wenn ich mal sagen darf, mir san mir auch nach außen hin als Trainer transportiert? Ich würde sagen eher nein. Ja, er ist in den 3 Jahren, wo er bei euch war, dreimal deutscher Meister geworden, zweimal Pokalsieger und trotzdem hat man vom Empfinden her das Gefühl, wenn in 3-4 Jahren jemand fragt, was verbindest du mit Pep Guardiola und Bayern? Ja, das war doch die Zeit, als da so viele Spanier waren. Ja, also ich will damit sagen, überspitzt formuliert, vielleicht hat er es nicht geschafft, auch über seine Außendarstellung eine Verbindung herzustellen zu Fans, zu den Menschen, zum Club. Denn ansonsten wäre aus meiner Sicht, wären die Tränen, die es gab, dann nach dem Pokalsieg, nicht so deutlich thematisiert worden. Ja, da war im Grunde das Gefühl, jetzt war er zum ersten Mal Mensch. Ja, und vorher war er ein Top-Trainer, ja, aber jetzt war er auch zum ersten Mal Mensch. Darf ich vielleicht zum Thema Pep Guardiola, weil es einfach eine faszinierende Persönlichkeit ist. Warum hat er das gemacht? Er hat weder in Barcelona in 4 Jahren kein einziges Einzelinterview gegeben, er hat es in 3 Jahren Bayern München keines gegeben. Ich habe ihn natürlich gefragt, warum magst du das? Und er hat eine sehr plausible, logische Erklärung gegeben, sagt er. Meine Aufgabe ist es, mich um Fußball zu kümmern. Und wer Pep Guardiola einmal beim Arbeiten gesehen hat, es ist faszinierend. Der Mann arbeitet oder denkt 22 Stunden am Tag mit Fußball. Als er frisch zu uns kam, sind wir auf eine lange Reise im Bus gefahren und ich habe einen seiner beiden Assistenztrainer gefragt, erklärt mir mal unseren neuen Trainer Pep Guardiola. Und dann hat der eine gesagt, gebt ein Beispiel, es war vor einem halben Jahr, bei mir in der Nacht um 2:30 läutet das Telefon am Apparat Pep. Sagt er, Pep, was ist los? Ich brauche eine Szene von dir, das war irgendein Spiel 3-4 Wochen zurück, in der 70. Minute gab es einen Freistoß von der linken, einen Eckball von der linken Seite. Sagt der Pep, hast du auf die Uhr geschaut, es ist 2:30. Sagt er, das interessiert mich nicht, ich brauche diese Szene innerhalb der nächsten halben Stunde. Er hat ihm die Szene gebracht. Pep Guardiola, wenn trainingsfrei war bei Bayern München, weil wir eine anstrengende Woche auf Schalke in Madrid... Das war nie anstrengend, wenn ihr zu uns gekommen seid. Für uns war das anstrengend. Hat er den Spielern trainingsfrei gegeben und das hieß für Pep, dass er eine Stunde später ans Trainingsgelände kam, nämlich erst um 9 Uhr, und dass er vielleicht eine Stunde früher nach Hause ging, nämlich schon um 6 Uhr. Pep Guardiola ist ein Workaholic. Und jetzt komme ich nochmal darauf zurück und ich sage, warum machst du deine Medienarbeit so rar? Sagt, ich habe die Zeit nicht dazu. Punkt 1. Wenn ich ab morgen sage, ich gebe Einzelinterviews, beginnt das Problem für mich, gebe ich es der Süddeutschen oder der FAZ? Gebe ich es der Sportbild oder gebe ich es dem Kicker? Gebe ich es der Bildzeitung oder gebe ich es dem Express? Das heißt, ich beginne damit, mir Feinde zu machen. Die einen sind froh, dass sie das Exklusivinterview haben, das andere nicht. Das zweite... Markus, wenn ich kurz reingehen darf, ich kann das verstehen, ja, aber trotzdem hätte er ja auch in Pressekonferenzen beispielsweise, hat er immer angemahnt,
lasst mich mit allem Zeug in Ruhe, ich will nur über Fußball reden. Ja, das Fußball, ist Fußball, Fußball. Das ja? ist richtig. Was soll Pep Guardiola als Trainer? Wenn du um die deutsche Meisterschaft spielst, wenn du die Champions League gewinnen willst, was sollst du dich um die Freundin von Mats Hummels Ja, das muss ich ja nicht sagen, aber worauf ich hinaus will, ist einfach nur, wir haben im Grunde festgestellt, dass im Grunde heutzutage es mehr dazugehört, als es früher der Fall war, auch wenn sich viele, viele Trainer nur um den Fußball kümmern würden, gerne. Ja? Ich glaube, das andere gehört mit dazu. Ja? Und er hat sich dem komplett gesperrt, abgesehen von den Einzelinterviews. Ja? Das kannst du machen, dann musst du fast immer nur gewinnen, dann kannst du es machen. Ja. Er hat ja fast immer nur gewonnen. Ne? Das ist richtig. Und es wird ihm vorgeworfen, dass er die Champions nicht gewonnen hat. Ne? Also der ist dreimal deutscher Meister geworden in Folge. Er konnte es eines machen, weil er Pep Guardiola war. Ja, weil er den Namen Pep Guardiola hat, weil er mit 24 gewonnenen Titeln aus Barcelona nach München kam, in 3 Jahren auch wieder 8 Titel gewonnen hat. Wenn er das nicht tun würde, wäre das nicht machbar. Absolut. Ja. Ich bin da voll auf deiner Linie. Ich will nur auch bewusst mal den Gegenpart einnehmen und sage ganz bewusst, ich glaube, dass Pep Guardiola für den Verein, jetzt könnte man auch ganz knallhart sagen, mit der Mannschaft wäre auch ein anderer Trainer dreimal deutscher Meister geworden. Was hat der für Bayern am Ende geleistet? Ja, was bleibt in Erinnerung? Wofür steht es? Ja, steht er auch für Mir Samir? Steht er für das, was die Bayern auch nach außen hin transportieren wollen als Werte? Überspitzt. Aber das war der von Anfang an nicht. Ja, das genau. ist auch nicht so die große Liebe gewesen. Der hat einen perfekten, das kann der Markus besser beurteilen als wir alle, der hat aus seiner Sicht einen perfekten Job, fast perfekten Job gemacht oder nahezu einen perfekten Job. Und es ist eine Reise für den. Mhm. Ja, der hat das aber von vornherein meiner Meinung nach auch immer so kommuniziert. Vielleicht nicht, aber er hat es eigentlich dargestellt. Er sagt, ist eine gewisse Zeit lang hier bei Bayern. Und dann geht er zum nächsten Projekt. Er hat es als Projekt gesehen und so hat er sich auch dementsprechend verhalten. Und ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch als Trainer wichtig, dass man nicht zu viel, zu Nahes an sich heranlässt. Ja? Es ist grundsätzlich schwierig, wenn man als Trainer emotional viele Sachen begleitet. Ja? Emotionalität beeinflusst Entscheidungen und das ist auch nicht immer gut. Und da ist er recht sturer Hund vielleicht gewesen, recht cool auch. Und hat dann auch sicherlich kein Problem gehabt, jetzt mit dem Wechsel nach Man City als nächstes Projekt das so anzugehen und das war ziemlich trocken, ja, aber es hat auch die Leute haben vielleicht geglaubt, der muss doch jetzt demonstrieren, dass er den Verein liebt, Deutschland liebt und auf ewige Zeiten hier bleibt, aber das hat er nie für sich gehabt, sondern ich mache das jetzt ein paar Jahre und dann bin ich weg und dann starte ich ein neues Projekt. Das kann oder konnte er sich auch erlauben. FC Bayern hat eh auch eine ganz andere Stellung in der Öffentlichkeit und auch mit der medialen Zusammenarbeit wie viele andere Vereine, ja, das ist ganz herausragend, die diktieren, ist vielleicht der einzige Verein, der noch die Presse diktiert, ansonsten diktiert die Presse alle anderen Vereine. Ja, und das haben sie eigentlich, ist auch ein Erfolg des Vereins in all den Jahren von Markus gewesen, dass schon, bevor mal was in die Öffentlichkeit gekommen ist oder gesagt wurde, die schönen Deckel draufhalten konnten. Das konnte aber auch nur der FC Bayern. Insgesamt muss man einfach sagen, es ist einfach typenbedingt auch. Also wir haben jetzt den Gegenpart mit Ancelotti, der jetzt da ist, der unheimlich die Menschen mitnimmt, der sehr freundlich ist und auch alles gewonnen hat im Prinzip. Der hat noch fast, glaube ich, mehr gewonnen wie Guardiola. Also es ist eine menschliche Sache auch da. Ja. Guardiola ist eben der Typ, der sich auf das konzentriert. Und Ancelotti, glaube ich, ist anders. Ich glaube, dass Ancelotti auch die Leute mitnimmt und die Medien auch mitnimmt. Also ich glaube, dass beides geht, dass man mit den Medien gut umgehen kann, dass man auch Einzelinterviews geben kann und dass man trotzdem erfolgreich sein kann. Mhm. Und das ist aber typenbedingt. Also die Frage ist, du hast es gerade beschrieben, eigentlich, wenn man ehrlich ist, darfst du mich gar nicht verpflichten. Oder ich muss sagen, pass auf, ich verpflichte dich, weil ich an dich glaube, weil du eine gute fachliche Qualität mitbringst, aber wir unterhalten uns zunächst mal im Inner Circle über das Thema Außendarstellung. Und daran arbeiten wir. Und dann geht die Tür auf und dann präsentierst du dich und den Verein in einem anderen Stil, als er es gemacht hat. Das muss doch möglich sein. Oder ist das komplette Utopie? Ja, da war es wohl anscheinend so. Also wir kennen ja alle auch Oliver Schraft, der sicherlich ganz hervorragender Mediendirektor ist und der sicherlich auch versucht hat, das Thema da zu bearbeiten halt, aber das Feedback war immer, er verändert sich nicht mehr und er sagt, was er denkt und ja, am Ende hat er sich wichtiger genommen, als er am Ende vom Tag ist, ja, komme ich wieder zu dem Satz und
das geht nicht. Du bist eine Person in der Öffentlichkeit und jeder achtet darauf, was du sagst. Und wenn natürlich dann auch die Ergebnisse nicht kommen, halt ja, dann ist eigentlich das alles zum Scheitern verurteilt. Aber das ist genauso, wie du es vorhin angesprochen hast. Im Endeffekt musst du als Trainer heutzutage, bist du kein Einzelspieler mehr. Du bist die wichtigste Person im Verein, das ist so, solange du da bist. Und dann musst du aber Teamplayer sein. Und das gehört ja auch dazu, Teamplayer zu sein. Das heißt, Dinge, die ich jetzt nicht so beherrsche, dass ich trotzdem zuhören kann. Ja, und dass mir, wenn mir jemand was sagt, ich glaube, im Leben sowieso wichtig, mehr als man, dass man redet, dass man zuhört. Und das glaube ich schon, dass es zum Trainer auch dazugehört. Ja, in unteren Klassen ist es vielleicht weniger die Medien, die wichtig sind, aber auch da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man im Team arbeitet, ja, weil man auch Unterstützung, noch viel mehr Unterstützung braucht, die man nicht bezahlen kann, sondern die man ja aufgrund seiner Menschenführung oder aufgrund seiner Wärme mitnehmen kann, die Menschen. Und das hat auch etwas mit dem Team zu tun. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man heute sagen muss, dass man im Prinzip nur im Team arbeiten kann. Und wenn er das nicht will, weil er sagt, er hat gar kein Interesse daran, er sagt, was er will. Ich kenne keinen Mensch, der jeden Tag sagt, was er denkt. Ich glaube, dann wäre er auch ganz allein auf dieser Welt. Und das gehört zum Trainer dazu. Ich habe das ein paar Jahre, also jetzt dann auch schon gemacht. Und ich habe immer wieder... Ich bin immer wieder darauf gestoßen oder angestoßen worden, dass die Leute die Arbeit, die fachliche Arbeit nicht wirklich kritisiert haben. Ich habe Trainer gehabt, wo die Leute die Medien und dann auch die Fans kritisiert haben. Ja, der ist ja so emotionslos, steht da am Seitenrand oder der sitzt viel zu lange. Die haben sich nicht mit mir unterhalten, ob der vielleicht die falschen Leute aufgestellt hat, im falschen System gespielt hat oder die nicht gut trainiert sind oder sowas, sondern der ist ja viel zu emotionslos, der passt ja gar nicht auf Schalke. Ich habe einen Trainer gehabt, der ist dann mal aus sich herausgegangen, dann hat er eine Jacke weggeschmissen, weil wir in der letzten Sekunde noch den Siegtreffer erzielt haben. Das war 3 Tage lang in den Medien. Ich habe Briefe bekommen, E-Mails bekommen von Fans. Wo ist die tolle Jacke her? Die hätten wir auch gerne. Und B, toll, wie der Trainer aus sich herausgekommen ist. Das ist der Trainer, der richtige Trainer für Schalke 04. Ja, er muss Emotionen zeigen halt. Und nicht einmal bei verschiedenen Trainern, nicht einmal über eine fachliche Diskussion geführt, weil es am Ende auch nicht wirklich die Journalisten verstehen, weil sie gar nicht die Zeilen dafür haben, das mal auseinanderzusetzen, sie auch gar nicht die Zeit haben, sich mal damit auseinanderzusetzen. Musst du tatsächlich ein bisschen dem Showbusiness folgen und ohne dann zu wichtig zu sein oder dich zu sehr in den Vordergrund zu spielen, musst du das heutzutage mitspielen, wenn du das nicht kannst. Vielleicht einmal noch abschließend in der Runde, bevor wir dann auch auf die Fragen zu sprechen kommen. Also ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir uns einig sind, dass das Thema Außendarstellung und Öffentlichkeitsarbeit ein ganz bedeutender Faktor geworden ist, neben den fachlichen Qualitäten, ja, aber ein ganz bedeutender Faktor geworden ist. Was aus eurer Sicht... Was sind so 1-2 Punkte, auf die es da ankommen würde? Was ist das, was du dir vornimmst zum Thema Außendarstellung, wenn du im Job bist? Ja, wir müssen schon immer aufpassen, was wir sagen. Weil eins ist klar, wenn du was sagst, dann kann es ja auch, wenn du vor 10 Jahren was gesagt hast, dann kann es wieder rausgeholt werden. Also du kannst nicht alle Dinge im Prinzip, die du nicht sagen willst, weil sie nicht gut ankommen, zurückhalten, das schaffst du ja nicht. Es wäre auch nicht gut, ich glaube, dass es auch uninteressant ist, wenn wir nur noch alle die gleichen Sätze sprechen, weil es dann gut ankommt. Ich glaube, wichtig ist, dass man mit den Medien kommuniziert, das ist, glaube ich, wichtig, das gehört zu unserem Job mittlerweile dazu, das muss man so mit annehmen. Vielleicht darf ich einen Einschub machen, ich habe dich ja auch erlebt als Trainer beim VfB, du hast damals zur Frankfurter Zeit schon initiiert, dass du dich einmal in der Woche mit den ortsansässigen Journalisten, die mehr oder weniger jeden Tag am Trainingsgelände waren, auch mal zwischen 2 Trainingseinheiten eine Stunde auf einen Kaffee hingesetzt hast und einfach nur eine Beziehung aufzubauen, den Menschen zu verstehen, ja, und vielleicht auch mal... Die Beweggründe dessen zu erfahren, was er denn so gesehen hat, was er da geschrieben hat. Und das ist dann eine andere Ebene, als wenn ich hier auf dem Podium sitze, da unten ist die Pressekonferenz, da werden immer die gleichen Fragen gestellt. Am liebsten natürlich stellen sie gar keine Fragen, kommen danach, nach dem Spiel, dass jeder, wobei ja nicht jeder einzeln dann was hat, sondern das haben sie auch wieder in der Gruppe. Aber so den Menschen ein bisschen kennenzulernen, ist es in einer lockeren Atmosphäre natürlich 10-mal besser. Und du kannst mir nicht sagen, dass du nicht eine Stunde dafür Zeit hast als Trainer. Ich meine, wenn jemand einer sagt, er arbeitet 20 Stunden, ich kenne keinen Mensch, der 20 Stunden arbeitet, weil die würden alle sterben. Ja? Also das kenne ich nicht. Und von daher kann man sich natürlich eine Stunde Zeit nehmen
um eben auch mit den Leuten zu kommunizieren, weil die sind jeden Tag, Sie müssen wissen, die sind jeden Tag, habe ich 6 bis 8 Journalisten da, die jeden Tag was schreiben müssen, die ihrem Job nachgehen müssen. Und da kann ich nicht einfach sagen, interessiert mich alles nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch mit den Leuten in einen vernünftigen Dialog zu führen, um das auch zu verstehen. Dann verstehen sie dich auch besser. Dann glaube ich, dann ist es einfach besser, miteinander umgehen. Das bin ich felsenfest überzeugt. Gibt es noch eine Ergänzung? Ich glaube, es gibt ein paar Dinge. Du musst als Trainer authentisch bleiben. Du musst zu einem gewissen Zeitpunkt diplomatisch sein. Du musst die Journalisten ernst nehmen. Aber das, was sie schreiben, bitte nicht immer ganz ernst. Okay. Ja. Dann, glaube ich, kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, wir sind uns einig, Öffentlichkeitsarbeit ist dringend notwendig, ohne geht es nicht mehr in diesem Job. Dennoch muss man sagen, es darf und es kann nicht das Wichtigste sein. Denn nach wie vor musst du als Trainer, du bist verantwortlich für 20, 25 Spieler und all das, was drumherum passiert, das ist schon der Kernpunkt deiner Aufgabe. Aber das andere begleitet dich, ob du willst oder nicht. Und deshalb musst du dich mit dem auseinandersetzen. Horst, abschließend? Ich glaube, dass wir noch nicht am Ende dessen sind. Ich glaube, dass das sich noch verändern wird, sogar noch steigern wird. Dass ein Cheftrainer in Zukunft, muss man sich erstmal dran gewöhnen, ja, noch viel mehr leisten muss in der Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit, als wie er es bisher gemacht hat. Ja. Und dass man größere Trainerteams aufstellt, mehr Experten aufstellt, die der Trainer dann aussucht, wo er sich darauf verlassen kann, die seine Arbeit dann halt auch mal verrichten, dass es tatsächlich mal so ist, dass ein Trainer nicht jeden Tag dann auf dem Trainingsplatz auch steht, sondern weil er halt auch andere Bereiche bearbeiten muss. Und da muss man meiner Meinung nach genauso fit sein wie als Fußballlehrer. Ich glaube, dass sich das noch ein Stück weit komplett verändern wird, noch weiter verändern wird. Das war vor allem jetzt ein Ansatz für den absoluten Spitzenbereich, aber ich denke mal, ist auch klar geworden, dass das dann letztendlich doch hier und da runterzubrechen ist, auch auf den Amateurbereich. Herzlichen Dank erstmal fürs Zuhören. Gerne Fragen. Da geht's los, ja. Hier in der Mitte ist das Mikro, genau. Andreas Schäfer, FSV Kroppach. Frage an Markus Hörwig oder auch Horst Held. Herr Hörwig, Sie sagten, wenn ein Trainer 3 oder 4 Mal verloren hat, der Vorstand würde noch zu ihm stehen, aber die Medien machen Bohai und sagen, der Trainer muss raus und das würde dann auch von den Fans übernommen und dann im Stadion auch geschrien. Aber ist das nicht genau der Punkt, wo der Vorstand oder auch das Management Charakter zeigen sollte? Und weil er weiß, dass der Trainer gute Arbeit macht, obwohl er 3-mal verloren hat, auch zu ihm steht und nicht den Medien hinterherläuft? Haben Sie völlig recht, deshalb sage ich auch, die Geduld des Vorstands ist in der Regel da. Aber wenn sich die öffentliche Meinung mal gegen einen Trainer wendet und der Vorstand macht nichts, wissen Sie, was der nächste Schritt ist? Dann heißt nicht mehr der Trainer raus, sondern der Vorstand muss raus, weil der an dieser Situation nichts ändert. Und dann kommt doch, glaube ich, irgendwann mal der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, die Hose ist mir näher als wie die Jacke. Also werde ich mich vielleicht doch mal mit dem Gedanken beschäftigen, ob denn der Trainer noch das Richtige ist. Es ist wichtig, dass tatsächlich alle die Nerven behalten. Wenn einer ausschert in einem Verein, ich wie gesagt, kann jetzt nur natürlich von Bundesliga-Vereinen sprechen, wenn einer nicht in der Spur läuft, dann hast du ein Problem. Der Trainer sagt was anderes oder der Manager sagt was anderes oder das Aufsichtsratsmitglied sagt was anderes oder die Spieler sagen irgendwas anderes oder twittern irgendwas anderes, dann hast du ein Problem. Du musst es also zusammenhalten und dann glaube ich schon, dass auch auf Vereinsseite Geduld vorhanden ist. Aber wenn das zerbricht und der Druck immens wird, kaum mehr auszuhalten ist für alle Beteiligten, ja, weil es natürlich dann auch transportiert wird auf die Mannschaft, weil die auch alles mitkriegen, ja, der ist eh bald weg. Ja, was soll ich denn dem noch zuhören? Da stehen schon andere Namen wieder in der Zeitung halt. Ja, ich komme eh nicht mit dem gut zurecht. Ja, der hat mich eh auch immer schlecht behandelt. Weil ich spiele nicht gegen den Trainer halt, aber alles ausreißen werde ich mir jetzt. Durchs Feuer würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr unbedingt gehen. Habe ich alles erlebt. Also von daher ist es die große Herausforderung. Da muss jeder und auch ein Trainer vertrauensvoll zusammenarbeiten. Man muss das so lange wie möglich zusammenhalten. Also das ist die Vorstände oder die Vereine, die halten das nicht aus oder die folgen den Medien. Da ist schon, also bis, wenn sowas passiert, und ich habe das leider Gottes auch öfters machen müssen,
Das ist dann wirklich der letzte Ausweg. Du versuchst immer erst, das alles noch zu retten und hast auch die Geduld. Ja, aber es muss zusammenpassen und zusammenspielen. Ja, und wenn die Eigeninteressen im Vordergrund stehen, funktioniert es nicht mehr. Gibt es noch Fragen? Ist nicht der Fall, dann herzlichen Dank. Entschuldigung, da kommt noch jemand. Ist ja ein langer Weg. Ja, langer Weg. Holnagel Wilfried aus Straubing. Wir hatten heute einen interessanten Vortrag von dem Herrn Sportpsychologen, Herrn Werner Mickler. Meine Frage an den Herrn Bundesliga-Trainer Fee lautet: Ihre Mannschaft ist topfit, bis in die Haarspitzen austrainiert. Sie verlieren alle Spiele, der Abstieg droht. Holen Sie dann im Einverständnis oder auch dagegen mit dem Management, mit der Vorstandschaft einen Sportpsychologen? Wenn ja, was halten Sie davon? Was macht der mit der Mannschaft, damit sich der Erfolg wieder einstellt? Und wie kolportieren Sie das in die Öffentlichkeit, in die Medien oder auch nicht? Ich glaube, dass wir oft das gar nicht erfahren, wenn eine Bundesliga-Mannschaft einen Psychologen hinzuzieht, um irgendeinen Spieler oder die ganze Mannschaft wieder aufzubauen. Danke. Ja. Ich glaube, dass es natürlich aus meiner Sicht eine völlig falsche Vorgehensweise wäre. Weil wenn ich überzeugt wäre, dass ich jemanden brauche, der mir dabei hilft, ein Sportpsychologe, der aber auch aus dem Fach kommen muss. Es gibt nicht so viele. Ich habe schon vor 20 Jahren versucht, mal jemanden reinzuholen. Habe mit vielen gesprochen. Ist gar nicht so einfach. Aber das wäre eine falsche Herangehensweise aus meiner Sicht. Erst dann, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, jemanden zu holen. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man überzeugt ist, sich Hilfe zu holen, extern Hilfe zu holen von jemandem, der uns weiterbringt, der uns im Ganzen weiterbringt, dann sollte man das von Anfang an machen. Und nicht erst dann, wenn es nicht läuft. Weil dann ist es einfach schwierig. Dann ist es... Schaufst dir dein eigenes Grab in der Öffentlichkeit, jetzt weißt du nicht mehr weiter und holst dir einen Psychologen dazu. Also mir geht es immer um die Öffentlichkeit, weißt, um die geht es mir jetzt gar nicht, sondern mir geht es ja darum, im Endeffekt dann das Beste rauszuholen. Und das sollten wir doch dann in keiner Notsituation machen. Das sollten wir schon machen aus Überzeugung. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute mit Psychologen zusammenarbeiten, das ist sehr oft auch der Fall. Ich glaube allerdings, dass es, glaube ich, wichtiger ist, im Jugendbereich die mehr einzusetzen als im Profibereich. Das ist ja im heutzutage eigentlich mehr oder weniger vorgeschrieben, oder du kriegst bei der Zertifizierung Punkte, wenn du das hast. Ja. Also in den Vereinen ist es natürlich schon so, dass im Nachwuchsbereich Psychologen angestellt sind, auch hauptamtlich beschäftigt. Ich habe, interessant, wenn ich mich jetzt einmische, halt auch beide Erfahrungen gemacht. Wir haben jahrelang auf Schalke mit einem externen Psychologen gearbeitet, ja, das nicht in der Öffentlichkeit gestanden hat, keiner mitbekommen hat, delegiert wurde vom Vereinsarzt, wenn er das Gefühl hatte, er musste jetzt mal einen Spieler dahin schicken in Absprache mit dem Trainer, hat das stattgefunden. Leider Gottes war es dann so, dass dann der Weg vom Trainingsgelände zur Praxis für den Spieler zu weit war und sie keinen Bock mehr drauf hatten, lieber nach Hause gefahren sind, hat das leider Gottes nichts gebracht, weil das ist nämlich das große Problem, die Wichtigkeit oder deutlich zu machen, ne? Deutlich Bewusstsein zu machen, dafür, das Bewusstsein zu haben. Die Leute denken ja alle, wenn man zum Psychologen ist, ist man krank. So definiert man das nach wie vor leider Gottes im Fußball. Da sind andere Sportarten viel weiter. Auch öffnen sich Trainer, viele Trainer oder einige Trainer nicht dem und denken halt auch, ja, wenn ich dann einen Sportpsychologen dazu hole, dann werde ich ein Stück weit entmachtet. Dabei ist es nur ein weiterer Experte in einem Expertenteam, was im Team gut zusammenarbeitet. Wir haben dann den Weg gemacht und haben für die Lizenzspieler sichtbar einen Psychologen, Sportpsychologen von Anfang an, wie Armin das richtig sagt, in der Saison von Anfang an mit dazu genommen. Diese Sportpsychologin hat auch mit mehreren Trainern zusammengearbeitet und es war ganz interessant. Es hat vielen Spielern geholfen oder es hätte vielen Spielern geholfen, wenn der eine Trainer hat es unterstützt, der andere Trainer hat gedacht, er kann alles und braucht keine
braucht kein Team und damit war die Psychologisierung Sport schachmatt gesetzt und dann sind die Spieler auch nicht mehr hingegangen und wusste den ganzen Tag nicht so richtig, was sie machen sollte. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Mittel, also wenn dann von Anfang an und ich glaube heutzutage im Fußball ist das ein absoluter Mehrwert, man muss sich nur trauen, damit auch offensiv umzugehen. Mhm. Vielen Dank. Lutz, Mittagessen ruf, ne? Oder? Richtig? Gut, dann nochmal herzlichen Dank in die Runde ja. Und auch herzlichen Dank okay. Fürs Zuhören. Gut, also. Also herzlichen Dank natürlich auch von mir an die illustre Runde. Ja, vielen Dank, Markus Hörwig, Horst Held, Armin Fee und natürlich an Max Jung. Ja, ich denke, dass das Thema Trainer, Anforderungen, Trainer hier wirklich gut behandelt worden sind und wie Max ja auch sagte, dass das nicht nur für den Profifußball gilt, sondern sicherlich auch runtergebrochen werden kann in den Amateurbereich.